Abend und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bin etwas spät gekommen. Ja, wir haben schon Feierabend. Danke, guten Abend. Guten Abend. Ich wollte nur fragen, ob du heute Abend was vorhast? Das weiß ich noch nicht. Kann sein. Aber warum fragst du? Wenn du zu Hause bleibst, dann würde ich jetzt Schluss machen. Ich weiß das noch nicht. Muss ich dir das jetzt gleich sagen? Nein, nein. Ich frag nur. Weißt du was, Doris? Ich bin noch etwa eine Stunde hier. Kannst mich anrufen, wenn du weißt, wie dein Abend heute aussieht. Ich sag dir dann Bescheid, wenn ich weiß, was ich will. Ja? Ist gut, Doris. Ich hab dich doch nicht gestört. Nein, nein. Was machst du denn noch? Briefe, Rechnungen. Ich kann es auch aufschieben. Schieb deine Arbeit nicht auf. Grüß Frau Saska von mir. Mhm. Mach ich. Meine Frau, sie sagt, dass wir noch arbeiten können. Kommen Sie, setzen Sie sich. Vielleicht bringen wir es schnell hinter uns. Kann es sein, dass sie zu Hause bleibt? Ihre Frau geht häufig ohne sie aus. Ja, ja. Das ist so, wir sperren uns nicht gegenseitig ein. Was haben wir denn da? Weil ja jeder Mensch seine eigenen Interessen hat. Gut, fangen wir an. Meine Frau lässt Sie übrigens herzlich grüßen. Es ist Licht in der Wohnung. Sie ist zu Hause. Vielen Dank fürs Bringen. Ihren Wagen fährt Ihre Frau? Ja, ja. Naja, das sagten Sie ja, dass Sie sich nicht so eingesperrt fühlen soll. Also, nochmals danke. Und gute Nacht. Gute Nacht. Früher fertig geworden. Frau Saska, weißt du, hat mir nach Hause gefahren. Ich habe doch noch Lust, wegzugehen. Wie war's bei dir? Ja, ach, das Übliche. Ja, Briefe, Abrechnungen. Wie ist das Wetter draußen? Das Wetter? Ich zieh dir einen Mantel an.
Holst du ihn mir? Ja. Natürlich. Pass auf dich auf. Und du wart nicht auf mich. Nein. Steh nicht plötzlich wieder da. Hier ist nicht Doris, hier ist deine Schwester. Deine Frau ist nicht zu Hause, wieder mal nicht zu Hause. Ist sie wieder unterwegs mit anderen Männern? Nein. Nein. Sie ist nur ganz kurz weg. Ja, sie war hier und ist für einen Moment weg. Was für ein Dummkopf bist du eigentlich? Helene, warum rufst du an? Um es wieder mal zu hören. Nein, Doris ist nicht da. Wann sie kommt, ich weiß es nicht. Irgendwann kommt sie nach Hause. Irgendwann, wenn überhaupt. Wann wirst du endlich begreifen, dass du sie loswerden musst? Hör mir jetzt zu. Ich höre dir nicht zu. Doch, du hörst mir zu. Du kennst ja Doris nicht. Glaub mir doch, das ist eine großartige Frau, die du halt nicht kennst. Wie sie wirklich ist. Mir reicht, dass ich weiß, wie du bist. Ich spreche mit ihm. Jakob, ich hatte dich gebeten, nicht hierher zu kommen. Warum tust du das denn wieder? Du hast deinen Mantel nicht an. Gibst du mir den Wagenschlüssel? Der ist im Mantel. Ach so. Soll ich dich irgendwo abholen? Nein. Nein. Ich nehme ein Taxi. Es macht mich krank, wenn du hier stehst. Ich mache mir nur Sorgen. Du bist so schön. Wer ist denn der Mann? Das weiß ich nicht. Jakob, warum hast du dich denn nicht ins Bett gelegt? Ich habe gelesen. Ja, ich bin hier eingeschlafen. Entschuldige bitte. Komm, bleib. Es ist nie was Besonderes, weißt du ja. Ich komme nach Hause und fühle mich elend.
bin den ganzen Weg zu Fuß gekommen. Du hast dir kein Taxi genommen? Nein. Ich wollte gehen. Es war etwas kalt. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Gehört ja dazu. Die Kälte. Man friert. Ich mach dir einen Tee. Nein, bleib sitzen. Sag mir, dass ich verrückt bin. Das Schönste am ganzen Abend war, dass ich über eine Straße ging und gefroren habe. Darf ich mich zu dir setzen? Ja, natürlich. Du bist wunderbar. Du bist wirklich ganz kalt. Du gehst jetzt ins Bad. Ich lasse dir Wasser ein. Fühlst du dich jetzt besser? Mhm. Ist wärmer. Aber glücklich bin ich nicht. Es kann ja sein, dass man kein Recht darauf hat, glücklich zu sein. Ich habe dir deinen Tee gebracht. Bringst du mich ins Bett? Ja, wer ist da? Ich will nur wissen, ob Ihre Frau gut nach Hause gekommen ist. Ja, sie ist hier. Sie wollte nicht, dass ich ein Taxi rufe. Ich konnte sie nicht abhalten, zu Fuß zu gehen. Nachts, so in München. Geben Sie sie mir mal. Dieser Mann will dich sprechen. Er soll zum Teufel gehen. Meine Frau schläft schon. Sie ist gut nach Hause gekommen. Wo ist mein Bruder? Er ist im Büro. Hallo, Helene. Was machst du hier? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich hatte dich gebeten, mich zu besuchen. Du hast es nicht getan, also komme ich zu dir. Bleiben Sie ruhig hier. Ich nehme an, Sie kennen die Verhältnisse meines Bruders. Ich meine nicht nur die geschäftlichen, sondern auch seine privaten. Kennen Sie sie? Sie kennen sie. Dann kann ich ja ganz offen sprechen. Deine Frau ruiniert dich. Sie hat ihren eigenen Ruf ruiniert. Sie ruiniert auch unseren Namen. Und den guten Ruf der Firma. Ist dir das nicht klar, dass du zu einer lächerlichen Figur wirst?
und dass einem Mann nichts Schlimmeres passieren kann, als mit seinem Namen, wo immer man ihn ausspricht, Gelächter hervorzurufen. Man macht sich lustig über dich. Habe ich recht? Sagen Sie mir, wenn ich Unrecht habe. Versuche, sie loszuwerden. Eine Scheidung kann doch kein Problem sein. Es ist schon ein Problem. Weil ich keine Scheidungsklage einreichen werde. Warum nicht? Ich will sie nicht verlieren. Ich werde unseren Anwalt beauftragen, die Klageschrift einzureichen. Und du wirst sie unterschreiben. Das ist es, was ich dir sagen wollte. Und das ist der Grund, warum ich hergekommen bin. Man macht sich lustig über mich. Ja. Wie lange arbeiten wir schon zusammen? 15 Jahre. Kommen Sie. Seit 15 Jahren sind Sie umgeben von Büchern. Von unendlich vielen Büchern. Vom Geschwätz der Welt. Alle reden, reden, reden. Und worüber reden Sie? Über Ihren Zorn, Ihren Schmerz. Ihre Angst, Ihre Traurigkeit, Verlorenheit, Hoffnungslosigkeit, über Ihre Verzweiflung. Ich höre sie nicht so gern. Aber das ist unwichtig. Hauptsache, du findest sie aufregend. Ja, du weißt das? Ja. Ja, ich weiß es. Du kannst dann nicht zu Hause bleiben. Siehst du, ich kann sie auch ausmachen. Wollen wir essen gehen? Ja, natürlich. Italienisch. Meißner hier. Ich hatte einen Tisch bestellt. Ich muss ihn leider abbestellen. Danke. Bist du auf einer Straße und fängst an zu laufen. Und ich bin zu Hause.
du läufst, weil du weißt, dass ich zu Hause bin. Nein, ich hatte mich gerade hingelegt. Die haben uns angerufen, weil die anderen unterwegs sind. Es ist eine verrückte Nacht, kann ich dir sagen. Es gibt Nächte, die haben es in sich, du. Weiß der Himmel warum. Was liegt denn vor? Eine Frau ist erschossen worden. Ja, richtig. Weiß man, wer sie ist? Ja. Wer sind Sie? Kriminalpolizei, dürfen wir reinkommen? Ja. Sie haben hier die Taschen meiner Frau. Sind Sie Herr Meißner? Ja. Bitte, was bedeutet das? Wo ist meine Frau? Es tut uns sehr leid, Herr Meißner. Ihre Frau ist bis ermordet worden. Kommen Sie. Ihre Frau wurde auf der Straße erschossen. Wahrscheinlich aus einem Auto heraus. Sie ist tot? Ja. Erschossen? Ja. Zeugen haben die Schüsse gehört und dann gesehen, dass ein Auto mit hoher Geschwindigkeit davongefahren ist. Sie war auf der Straße. Ist sie gelaufen? Gelaufen? Warum fragen Sie, ob sie gelaufen ist? Spielt für Sie keine Rolle. Ach so, gut. Wo war sie heute Abend? Sie war ausgegangen, sie besuchte ein Lokal, da ging sie öfter hin, weil sie dort bekannt war und viele Freunde hatte. Und Sie sind da nicht mitgegangen? Nein. Es ist nicht die Art von Lokal, die mir gefällt. Meine Frau selbst sagte immer, bleib doch zu Hause, du hast da nichts verloren. Das ist nicht deine Welt. Da haben Sie geschlafen, da auf der Couch. Ja. Haben Sie ein Auto? Ja, wir haben ein Auto.
Meine Frau benutzt es. Auch heute Nacht? Ich nehme an, der Wagen steht noch vor dem Lokal. Sie lässt ihn manchmal da stehen, wenn sie von Freunden eingeladen wird. Dann gibt sie mir morgens den Schlüssel und ich hole den Wagen ab. Der Schlüssel wird in Ihrer Tasche sein. Sehen Sie bitte mal nach. Ja, da ist er. Irgendjemand hat sie eingeladen und sie ist zu ihm in den Wagen gestiegen. Also Ihre Frau ist zu Freunden in den Wagen gestiegen, sie ist mitgenommen worden. Wohin? Ja, irgendwo wird weitergefeiert worden sein. Kam Ihre Frau oft erst am Morgen nach Hause? Ja. Wo ist denn meine Frau jetzt? Also, das Lokal ist der Treffpunkt der Schönen und Reichen. Und laut Aussage des Besitzers, Herrn Hafner, war Doris Meissner dort sehr oft zu Gast. Sie war sogar ein sehr beliebter Gast, weil sie hat jeden Spaß mitgemacht und war in der Auswahl ihrer Freundin nicht kleinlich. In welchem Bett sie Spaß hatte, das war ihr völlig egal. Und ihr Mann offensichtlich auch. Er sah zu, wie seine Frau zu anderen Männern in den Wagen stieg und er durfte dann ihren Wagen nach Hause fahren. Ja, da bietet sich doch etwas an. Was bietet sich an? Dass es diesem Mann eines Tages, oder besser gesagt eines Nachts, zu viel geworden ist. Herr Sammer, schließt du ganz aus, dass er der Mörder gewesen sein könnte? Ich weiß nur, dass er ein merkwürdiger Mann ist. Guten Morgen. 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 Sie kommen spät heute. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Kommen Sie bitte mit ins Büro. Meiner Frau ist etwas zugestoßen. Sie ist Sie ist gestern Nacht ermordet worden. Jemand hat sie erschossen. Auf der Straße. Die Kriminalpolizei war in der Nacht noch bei mir. Hab mich von meiner Frau verabschiedet. Heute Morgen im gleichen Schauhaus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist schwer. Es ist schwer. Schwer, was dazu zu sagen. Ich habe mit meiner Schwester telefoniert. Sie sagte, traurig, traurig. Ist natürlich auch eine Lösung des Problems. Die Doris. Auf offener Straße erschossen. Na, hat er es endlich getan? Wer was getan? Na, sie umgebracht. Wissen Sie, dass wir hier Wetten abgeschlossen haben, wann er ihr den Kragen umdreht? Warum sollte er das tun? Naja, Sie war das heißeste Stück Fleisch hier im Lokal. Es war einfach kein Problem, mit ihr loszuziehen. Und er stand draußen.
legt ihr den Mantel um, den Schal, dass sie sich bloß nicht erkältet. Wissen Sie, ich sagte mal zu ihm, wenn du ihr nicht den Kragen umdrehst, dann tue ich es. Er war einfach eine Beleidigung für jeden Mann. Wo ist mein Bruder? Er ist nach Hause gegangen. Können Sie mir sagen, wie er sich benommen hat? Was tut er? Weint er? Er war sehr ruhig. Was tut er zu Hause? Er soll kein Telefon abheben. Irgendwie wird er zum Tagesgespräch in München. Bisher haben nur die Leute über ihn gelacht, die ihn kannten. Jetzt lacht die ganze Stadt über ihn. Neugier. Jetzt haben sie wieder eine Geschichte, ohne die sie wohl nicht leben können. Wer sind Sie denn? Das ist ein Kriminalbeamter. Oberinspektor Derrick. Das ist meine Schwester. Kriminalpolizei, haben wir nun mit sowas zu tun? Ich habe noch nie persönlich mit einem Kriminalbeamten zu tun gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, wie die aussehen. Na ja, jetzt sehen Sie einen vor sich. Sie neigen hoffentlich nicht dazu, sich lustig zu machen. Ich neige nicht. Nur wenn er sich nicht vermeiden lässt, dann, naja. Warum bist du gekommen, Helene? Warum? Weil die Presse über uns herfallen wird. Deine Geschichte wird gebraucht. Und was ich heraushöre, man möchte, dass du der Mörder bist. Ist mein Bruder ein Mörder? Was wollen Sie hören? Dass es nicht ist. Du bist, wie es aussieht, in einer Situation, der du nicht gewachsen bist. Ich werde Gerhard anrufen. Das ist unser Bruder. Er hat ein Architekturbüro in Nürnberg. Das ist ein vernünftiger Mensch, der logisch denken kann. Ich rufe ihn an, dass er herkommt, dir hilft. Uns hilft. Ich nehme an, dass du einverstanden bist. Helene, warum soll er herkommen? Ich brauche keine Hilfe. Wenn du sie nicht brauchst, ich brauche sie. Sie haben doch nichts dagegen. Ich? Nein, nein. Dies ist jetzt der vorläufig letzte Plan. Wir haben uns gedacht, wir lassen das Geländer so. Ja, das Geländer gefällt mir jetzt. Das ist filigran genug. Ja, das denke ich auch. Ne? Das gut. Telefon, Herr Meissner. Ihre Schwester. Ja. Danke. Ja, Helene, warum rufst du an? Ich bin gerade bei deinem Bruder. Bei dem ist die Kriminalpolizei. Die Kriminalpolizei? Deine Schwägerin Doris ist ermordet worden. Hat dieser Apparat einen Lautsprecher? Ermordet? Doris? Ja, wie? Wann? Wo? Was ist passiert? Er soll es dir selber sagen. Jakob? Ja. Sag mal, was sagt Helene da? Doris ist ermordet worden. Gestern Nacht. Auf der Straße. Man hat aus einem Wagen heraus auf sie geschossen und sie getötet. Getötet? Wer hat sie getötet? Jakob! Jakob ist hilflos, das ist es, was ich dir sagen wollte. Er ist in einer ganz schrecklichen Verfassung. Das in einem Augenblick, wo er seinen Verstand beisammen haben sollte. Kannst du herkommen? Ich sehe zu, dass ich es schaffe. Obwohl es mir überhaupt nicht in den Kram passt. Wenn du es irgendwie einrichten kannst, komm her. Okay, ich komme. Also Gerhard kommt her. Wir werden versuchen zu verhindern, dass du irgendeinen Fehler machst. Ich werde jetzt einen Koffer holen und hier einziehen. Nein, du wirst nicht hier einziehen, Helene. Jetzt ist doch ein Bett hier frei. Nein, es ist kein Bett frei. Sie sehen, man kann ihn nicht ernst nehmen. So,
Jetzt haben Sie Ihre Geschichte. Eine wunderschöne Frau, jede Menge Liebhaber und ein Trottel als Mann. Er ist kein Trottel. Dann sag mir, was er ist. Ich weiß nicht, was er ist, aber er ist kein Trottel. Ich habe mich übrigens mit ihm für heute Abend verabredet. Wozu? Ich will wissen, wie er seine Abende verbringt. Beispielsweise den von gestern. Guten Abend. Guten Abend. Herr Meister, sind Sie noch einverstanden mit dem, was wir verabredet haben? Der Abend von gestern? Ja. Sie meinen ja gar nicht konkret den Abend von gestern. Sie meinen alle Abende. Hören Sie, es soll kein Verhör sein. Was ist es dann? Nun ja, es ist eine Unterhaltung, denke ich. Vielleicht ist diese Unterhaltung etwas ungewöhnlich. Mit einer normalen Unterhaltung wäre uns nicht gedient. Nein, definitiv nein. Dann werden wir erst was trinken. Gut. Was nehmen Sie? Es ist mir eigentlich nicht so wichtig, was ich trinke. Mir auch nicht. Auch Doris machte sich nichts daraus. Womit ich schon sagen will, dass sie nicht angewiesen war auf Alkohol. Um in Stimmung zu kommen. Ja, was trinken wir? Vielleicht Whisky. Ist in Ordnung, ja. Um in Stimmung zu kommen, ist irgendwie unglücklich, das Wort. Es passt gar nicht, passt nicht zu meiner Frau. Es ist doch richtig, Sie wollen doch, dass ich über Sie spreche. Sie sind deswegen hergekommen. Ja, deswegen. Gut, ich versuch's. Meine Schwester nannte Sie eine Nymphomanin, eine läufige Hündin, eine, ach, was auch immer. Dabei hatte sie nur eine andere Lebenstemperatur. Können Sie sich darunter was vorstellen? Ja, ich denke schon. Es geht von Eiseskälte, dass sich nichts bewegt, bis zur Hitze, in der sich alles bewegt. Danke. Meine Frau war von Grund auf unglücklich. Ach, unglücklich. Es war eher Angst, die sie tief in sich hatte. Sie begriff das Leben als einen Gegner, gegen den man sich wehren musste. Sie stürzte sich ins Leben, als gäbe es Leben nur im Exzess. Im Exzess wollte sie das Leben besiegen. Was war nun gestern Abend? Meine Frau hat, also hatte eine Lieblingsmusik. Die war ständig im Gerät, sodass sie nur hier drücken musste, um sie zu hören. Wenn sie sich die anhörte, da wusste ich, sie würde nicht zu Hause bleiben. Wir wollten essen gehen. Ich hatte einen Tisch bestellt. Da hörte ich plötzlich die Musik. Ihre Musik. Dann habe ich den Tisch abbestellt. Und ich ließ sie weggehen. Ich sagte noch, eines Tages wirst du auf der Straße stehen und du fängst an zu laufen und... Ja. Wir haben Zeugenaussagen. Man hat gesehen, wie sie aus dem Wagen sprang und davongelaufen ist. Man hat sie umgebracht, als sie nach Hause lief. Herr Meissner, ich möchte Sie bitten, mit mir in das Lokal zu gehen, in dem Ihre Frau sozusagen zu Hause war. Ich hatte noch keine Gelegenheit, es Ihnen zu sagen.
Jedem hier, der Ihre Frau kannte, tut es wahnsinnig leid, was mit ihr geschehen ist. Und mir gefällt es gar nicht, dass mein Lokal mit dieser Geschichte in der Zeitung steht. Obwohl es Leute gibt, die es tatsächlich für eine Reklame halten. Noch dazu für eine gute. Naja, die Meinung vertrete ich natürlich nicht, denn ich fürchte, dass ein paar meiner Gäste ins Gerede kommen. Zumal es ja auch sehr nahe liegt, dass einer Ihrer Gäste der Mörder ist. Können Sie mir sagen, wieso? Weil der Wagen meiner Frau noch am Morgen vor diesem Lokal stand. Und jetzt frage ich Sie mal was. Warum haben Sie Ihre Frau eigentlich nicht daran gehindert, zu irgendwelchen Leuten ins Auto zu steigen? Und Sie wollen hier jetzt Ärger machen? Dieser Mann! Am Tag vorher ist meine Frau zu ihm in den Wagen gestiegen. Ja und? Also, was sage ich? Jetzt geht der Ärger schon los. Ich hab's ja geahnt, es gibt Schwierigkeiten. Sie haben mir doch garantiert, es gäbe keine, wenn ich die Frau mit nach Hause nehme. Ihr Mann sei das völlig egal. Sind Sie das? Ja, das bin ich. Sie haben draußen gewartet. Ihre Frau hat noch mit Ihnen gesprochen. Waren Sie gestern Abend auch hier? Wer sind Sie denn? Kriminalpolizei. Ja, gestern Abend war ich auch hier. Ihre reizende Frau auch. Mit wem sie dann allerdings abgezogen ist, ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal zu Ihrem Wagen. Das ist mein Wagen. Warum wollen Sie ihn sehen? Es gibt eine Zeugenaussage. Jemand hat gestern Nacht einen Wagen gesehen, der abrupt gehalten hat. Aus dem Wagen ist Doris Meißner ausgestiegen und ist weggerannt. Und Sie glauben, das war mein Wagen? Also das ist nicht das einzige Cabriolet und gestern Nacht bin ich allein nach Hause gefahren. Aha. Ja, dann möchte ich gerne mal sehen, wo Sie wohnen. In Bogenhausen. Bogenhausen, feine Gegend. Fahren wir hin? Was jetzt? Zu mir? Kann ich das ablehnen? Ja. Wollen Sie es ablehnen? Ich sehe den Sinn nicht ein. Was wollen Sie da? Aber bitte. Fahren wir. Fahren wir los. Kommen Sie bitte. Der Herr fährt mit? Wollen Sie nicht, dass er mitfährt? Ich denke, es macht ihm vielleicht keinen Spaß, eine Wohnung zu besichtigen, in der ihn seine Frau betrogen hat. Oder macht Ihnen das Spaß? Na, dann bitte. Das ist meine Wohnung. Wenn Sie sich umsehen wollen. Ja, dann sagen Sie mir mal, wie der Abend so abgelaufen ist. Interessieren Sie sich für Details? Oder tun Sie das? Nein, Moment mal. Sie missverstehen mich. Sie könnten mir helfen. Ich möchte gerne wissen, wer Sie sind. Und ich möchte wissen, wer Doris Meißner war. Wie Sie wollen. Also, Sie kamen mit der Frau herein. Ja, und zwar in bester Laune. Wollen Sie sich das tatsächlich anhören? Wissen Sie, wofür ich Sie halte? Sie sagten es mir schon. Bin für Sie komischer Vogel. Ja, allerdings. Ja, wir kamen rein. Ich fühlte mich sehr wohl. Ich wollte sie haben. Logisch, eine solche Frau. Sie war aufregend und sie war aufgeregt, was man spürte. Und zwar so sehr, dass ich mich fragte, ob sie ganz in Ordnung ist. Ich meine nicht, dass da plötzlich irgendeine kaputte Hysterie dabei war. Hatte sie das, was Sie eine kaputte Hysterie nennen? Ja, wie soll ich das erklären? Ich hatte das Gefühl, sie wollte was von mir. Sie wollte irgendwas hören oder dass ich irgendwas tue. Bin aber nicht dahinter gekommen, was. Vielleicht können Sie mir helfen. Sie hatten nicht das reine Vergnügen, nein?
Nein, hatte ich nicht. Sie wollten eine Frau haben. Und hatten es, ohne dass sie es wussten. Und ohne, dass sie es wollten. Mit einem Menschen zu tun, mit dem sie nichts anfangen konnten. Okay, so sehen Sie das. Ich wollte Sie dann nach Hause fahren oder Ihren Taxi rufen, aber Sie bestand darauf, zu Fuß zu gehen. Deshalb habe ich bei Ihnen angerufen. Ich wollte wissen, ob sie gut nach Hause gekommen war. Der Mensch, mit dem Sie nichts anfangen konnten? Frau Meißner ist da. Sie möchte Sie sprechen. Natürlich, sie soll hereinkommen. Frau Meißner, bitte kommen Sie. Guten Tag, Herr Derrick. Guten Tag, Frau Meißner. Kommen Sie ruhig näher, kommen Sie. Das ist mein Bruder Gerhard. Sie erinnern sich. Sie waren dabei, als ich ihn anrief, um ihm zu sagen, dass man seine Schwägerin ermordet hat. Ja, ich weiß. Ich bat ihn herzukommen, seinem Bruder zu helfen. Da ist er. Guten Tag, Herr Derrick. Darf ich fragen, wie weit Sie mit Ihren Ermittlungen gekommen sind? Ach, bitte, Frau Meißner, das ist ein Stuhl. Danke. Wir wollten Sie nicht lange stören. Ja, um Ihnen ganz klar zu sagen, also, wir haben noch gar keine Spur von dem Mörder. Tja, meine Schwester sagte mir, dass die Presse über den Mordfall berichtet. Ausführlich und in einer Weise, bei der mein Bruder nicht sehr gut wegkommt. Und wir wollten Sie fragen, was man dagegen tun kann. Nichts. Nichts, gar nichts. So gut wie gar nichts. Nein, sehr wenig. Aber diese Pressespekulationen, die haben ein ganz natürliches Ende, ne? Wenn der Täter erst mal gefasst ist. Herr Derrick, wir kennen unseren Bruder. Zu einer solchen Tat wäre er überhaupt nicht fähig. Also wenn Sie mich fragen, war der Mörder einer Ihrer Liebhaber? Anstelle meines Bruders hätte ich diese Frau schon längst zum Teufel geschickt. Das hat Ihr Bruder aber nicht getan. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Das würde ich gerne hören. Das zwischen Ihrem Bruder und seiner Frau, das ist keine Mordgeschichte. Das ist eine Liebesgeschichte. Eine was? Sie haben richtig gehört. Das ist eine Liebesgeschichte, wenn auch, das gebe ich zu, von einer etwas besonderen Art. Eine Liebesgeschichte? Mit einer Frau, die von einem Bett ins andere springt? Das kann doch nicht ernst sein. Die konnte doch jeder haben. Jeder, der sie wollte. Ja, so sieht's aus. So sieht's nicht aus, so war es. Ja, so war's. Hm? Und der Mörder ist einer ihrer Liebhaber. Sehe ich das so falsch? Nein, das kann richtig sein. Es kann aber auch falsch sein, natürlich. Wie lange werden Sie hier bleiben? Noch ein paar Tage. Meine Schwester möchte, dass ich hier bin. Und ich selbstverständlich auch, weil es ist eine Familiengeschichte. Werden Sie bei Ihrem Bruder wohnen? Nein, bei meiner Schwester. Eine Frage, Herr Derrick. Ich würde gerne mit Ihnen in Verbindung bleiben. Wäre das möglich? Ja, daran bin ich auch sehr interessiert. Gut. Wiedersehen. Du hast da eben etwas Erstaunliches erwähnt. Meißner und seine Frau, eine Liebesgeschichte. Ja. Eine Liebesgeschichte mit einer Frau, die ihr Mann ständig betrügt. Ja. Harry, du weißt etwas nicht. Ja. Dieser Mann hat mir seine Frau ungefähr mit folgenden Worten geschildert. Meine Frau war von Grund auf unglücklich. Sie betrachtete das Leben als einen Gegner, vor dem sie Angst hatte. Und sie glaubte im Exzess, das Leben besiegen zu können. Nicht wahr? Das wusste er. Und er wartete darauf, dass sie von selbst dahinter kommt, dass man das Leben nicht im Exzess besiegen kann, sondern dass man das eigentlich nur vergeudet und dass sie dann nach Hause laufen würde. So, jetzt denken wir mal an die Mordnacht. Das ist eine junge Frau, die springt aus einem Auto und läuft davon. Jemand hat es gesehen. Er sagt, sie sei wie um ihr Leben gelaufen. Der Wagen fährt ihr nach. Es ist der Wagen, aus dem sie rausgesprungen ist. Aus diesem Wagen heraus wird sie erschossen.
erschossen? Von wem denn? Von einem ihrer Liebhaber? Die haben da ihren Spaß gehabt. Die haben doch keinen Grund zu töten. Doch nicht aus einem Wagen heraus, doch nicht auf offener Straße. Doch Unsinn. Doris Meissner hatte doch nur Freunde. Selbst ihr Mann war ihr Freund. Wer war also ihr Feind? Ihre Schwägerin. Ich werde Gerhard anrufen. Das ist unser Bruder. Er hat ein Architekturbüro in Nürnberg. Ist ein vernünftiger Mensch, der logisch denken kann. Ich rufe ihn an, dass er herkommt, dir hilft. Uns hilft. Helene, warum soll er herkommen? Ich brauche keine Hilfe. Deine Schwägerin Doris ist ermordet worden. Hat dieser Apparat einen Lautsprecher? Ermordet? Doris? Wie? Wann? Wo? Ja, natürlich. Und dann habe ich seine Stimme gehört. Ermordet Doris? Wie? Wann? Wo? Verdammt nochmal. Ich sollte es hören. Ja, wieso? Was ist daran nicht in Ordnung? Na, dass ich es hören sollte. Es gibt doch gar keinen Grund zu fragen, hat dieser Apparat einen Lautsprecher, wenn nicht der, dass ich unbedingt erfahren sollte, dass ihr Bruder Nürnberg noch gar nicht weiß, dass man seine Schwägerin ermordet hat. Also hat er es gewusst? Natürlich hat er es gewusst. Alles hat er gewusst. Du meinst, der Bruder könnte der Mörder sein? So, pass auf, er hat ein Büro in Nürnberg. Jetzt will ich wissen, wer dieser Mann ist. Wo er wohnt, wie er lebt, ob er allein lebt und wo er in der Mordnacht war. Telefoniere nicht, Harry, fahre hin. Und alles, was du über ihn erfährst, das gibst du mir sofort durch. Guten Abend. Sie? Ja. Was wollen Sie? Ich möchte Ihren Bruder einladen. Wozu einladen? Zu einer kleinen Autofahrt. Und wohin soll es gehen? Das will ich ihm sagen. Ja, keine Sorge, ich frage Sie nicht. Aber ich gebe zu, dass Sie mich sehr neugierig machen. Ja, bitte. Ja. Guten Abend. Ach, macht's Ihnen etwas aus, wenn wir mit Ihrem Wagen fahren? Nein, wenn Sie wollen. Ja, bitte. Wie lange fährt man von Nürnberg nach München? Anderthalb, zwei Stunden. Je nachdem, wie man fährt und zu welcher Tageszeit. Nachts. Nachts? Da kommt man gut durch. Sind Sie vor zwei Tagen nachts nach München gefahren? Ich bin vor zwei Tagen nachts nicht nach München gefahren. Sie haben eine gute Beziehung zu Ihrem Bruder, nicht wahr? Ja. Ja, eine sehr gute. Was hielten Sie denn von seiner Frau? Fällt es Ihnen schwer, darüber zu sprechen? Verdächtigen Sie mich, meine Schwägerin umgebracht zu haben? Verdächtigen? Ich bin sicher, dass Sie es getan haben. Sie halten mich für den Mörder? Ja. Ja, hallo? Für Sie? Ah. Ja, Derek. Ja? Ja, das ist gut. Nein, das ist sehr gut, sehr gut. Ausgezeichnet. Ende. Wieso haben Sie meine Nummer Ihrem Büro gegeben? Wissen Sie, mich hat gerade mein Mitarbeiter angerufen. Er rief aus Nürnberg an. Aus Nürnberg? Ja. Und? Was hat Ihr Mann in Nürnberg herausgefunden? Unter anderem, dass Sie eine Waffe besitzen. Die ich haben darf. Sie ist angemeldet. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Nur Sie werden sie uns zeigen müssen. Was wollen wir hier? Hier waren Sie vor zwei Tagen. Sie haben gewartet, bis Doris aus dem Lokal kam. Also, sie kam heraus und sie war allein. Sie haben eine blühende Fantasie. Sie stiegen aus, sie gingen auf sie zu und haben zu ihr gesagt, naja, was werden sie schon gesagt haben. Da bin ich, Doris. Lass deinen Wagen stehen. Steig doch mal zu mir rein. Und? Wie geht die Geschichte weiter? Fahren Sie los. Ich sage Ihnen den Weg. Die nächste rechts.
Und Doris saß neben ihm, nicht? Und hatte Angst. Ihr ganzes Leben lang hatte sie Angst. Sie hatte eine solche Angst, von der Sie keine Ahnung haben. Sie hatte nur einen Gedanken: raus hier aus dem Wagen. Raus und weg, wegrennen. Und dann? Dann hat sie ihn ins Steuer gegriffen, stimmt doch. Halten Sie jetzt! Sie reißt die Tür auf, sie steigt aus und rennt. Und Sie wollen ihr nach. Sie stoßen Ihre Tür auf. Na, tun Sie's! Das ist der Mann! Gut geklappt. Was? Ah ja, ja. Löst die Fahndung aus. Wollen Sie uns? Ich bin verabredet mit Dr. Kolbe. Mein Mann ist noch im Amt. Wie spät haben wir? Es ist kurz nach fünf. Im Amt ist er nicht mehr. Na, und Sie wollen ihn hier treffen? Er hat gesagt, warten Sie zu Hause auf mich. Dann kommen Sie herein. Mein Name ist Lakonda. Haben Sie beruflich mit meinem Mann zu tun? Er ist jetzt Oberstaatsanwalt, nicht wahr? Ja. Ich hatte mit ihm zu tun, als er noch Staatsanwalt war. Aber dass ich heute hier bin, ist mir eine private Sache. Da kommen Sie doch weiter. Danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr, sehr gern. Einen Moment, bitte. Frau Doppler, kann ich meinen Mann sprechen? Ihr Mann hat das Büro schon verlassen. Er ist auf dem Weg nach Hause. Hat er Ihnen gesagt, dass er hier eine Verabredung hat? Nein, das hat er nicht gesagt. Ich glaube, ich höre seinen Wagen vorfahren. Danke vielmals. Oh, bitte behalten Sie doch Platz. Ein Mann ist da. Er sagt, er sei mit dir verabredet. Wer ist da? Ich bin mit niemandem verabredet. Was ist das für ein Mann? Jünger, älter, hat er seinen Namen gesagt? Ja, ich habe ihn danach gefragt. Na und, wie heißt der Mann? Lakonda. Lakonda? Den Namen kenne ich, Moment mal. Ja, Rudolf Lakonda. Der Mann hat, wie lange ist das hier, 15 Jahre bestimmt. Er hat seine Frau umgebracht. Ich war damals der Vertreter der Anklage und hielt eines meiner ersten Plädoyers. Mit großem Erfolg. Ich wurde von allen Seiten beglückwünscht. Das war wirklich eine glänzende Leistung. Und der Mann ist hier? Er wartet im Wohnzimmer. Ich hätte lebenslang gefordert. Und die hat er bekommen. Aber lebenslang sitzt keiner mehr.
Ein Thema, über das ich einmal einen Artikel geschrieben habe. Ein Ermordeter bleibt ein Leben lang tot. Aber ein Mörder bleibt nicht ein Leben lang ein Mörder. Da finden langsam Verwandlungen statt, bis hin zum Ehrenmann. Und so ein Ehrenmann ist jetzt in unserem Haus. Hast du keine Angst? Angst wovor? Vielleicht wird er dich erschießen. Was ist denn mit dir los? Laconda. Rudolf Laconda. Ich erinnere mich. Sie haben ihre Frau umgebracht und wurden verurteilt. Nun sind sie hier. Das bedeutet, man hat sie herausgelassen. Habe ich noch irgendetwas mit ihnen zu schaffen? Ja. Was? Kommen Sie mit in mein Zimmer. Machen Sie es kurz. Viel Zeit habe ich nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich für Sie tun kann. Ihr Plädoyer. Mein Plädoyer? Was ist damit? Es waren Sätze darin, die ich nicht vergessen habe. Ich habe sie gehört und immer wieder gehört und von Jahr zu Jahr wurden sie lauter, bis ich sie nicht mehr aus meinem Kopf vertreiben konnte. Sie waren wie schwarze Vögel im Kopf. Wovon reden Sie eigentlich? Von Sätzen in Ihrem Plädoyer, aus denen hervorging... Was ging aus Ihnen hervor? Dass Sie keine Ahnung hatten. Nicht die geringste. Überhaupt keine. Sie haben eine Rede gehalten, eine Anklage erhoben von einer Sache, von der Sie überhaupt nichts verstanden. Was für Sätze haben Sie denn so sehr gestört, dass Sie Ihnen wie schwarze Vögel im Schädel sitzen? Hm? Die Worte kalt, grausam, gefühllos. Sind Sie gekommen, um mir das zu sagen? Ja, dass niemand über einen anderen urteilen soll, der nicht weiß, was Schmerzen sind. Was für Schmerzen meinen Sie? Die einem zugefügt werden. So oft und so sehr, dass man ihnen einfach ausgeliefert ist. Sie haben diese Welt der Schmerzen nie kennengelernt. Sonst hätten Sie dieses Plädoyer nicht gehalten. Die Worte nie gebraucht. Kalt, grausam, gefühllos. Können Sie mir sagen, was ich damit anfangen soll? Was wollen Sie von mir? Ich werde dafür sorgen, dass Sie diese Schmerzen kennenlernen. Ihnen das zu sagen. Deswegen bin ich hier. Sagen Sie, haben Sie Ihren Verstand noch beisammen? Verstehe ich das richtig? Soll es eine Drohung sein? Raus! Was war mit dem Mann? Was wollte er? Eine komische Geschichte. Ein entlassener Mörder war nach 15 Jahren mit meinem Plädoyer nicht einverstanden, der Grundlage seiner Verurteilung. Drei Worte haben ihn irritiert. So sehr, dass sie ihm, wie er fast auf eine poetische Weise sagte, wie schwarze Vögel im Kopf saßen und sich in 15 Jahren nicht hätten vertreiben lassen. Was für drei Worte? Die Worte kalt, grausam, gefühllos. Der Mann hat seine Frau umgebracht mit, wenn ich mich recht erinnere, mit 30, 40 Messerstichen. Und erzählt mir jetzt etwas von einer Welt der Schmerzen, die ich nie kennengelernt hätte, was er für einen Fehler hält, sodass er sie mir sozusagen versprochen hat. Eine Welt der Schmerzen. Eine ganz deutliche Drohung. Unglaublich. Eine Frechheit. Hallo, Herr Derrick. Herr Kohler, Herr Staatsanwalt. Gut, dass ich Sie treffe. Haben Sie einen Moment für mich Zeit? Moment Zeit, natürlich. Ich wollte Sie schon anrufen. Sie hatten doch auch mit dem Mordfall Laconda zu tun. Sie erinnern sich? Laconda, ja, natürlich, ich erinnere mich. Das ist aber ziemlich lange her. Nicht? 15 Jahre. Kommen Sie einen Augenblick in mein Büro, ja. Bitte.
bitte nehmen Sie Platz. Danke. Er hat mich aufgesucht. Zu Hause. Lakonda. Ist er wieder raus? Ne? Ja. Jetzt werden Sie mich fragen, was er bei mir gewollt hat. Also, Sehnsucht wird er wohl kaum nach Ihnen gehabt haben. Wissen Sie, dass Sie mich jetzt sehr irritieren? Wie, warum das? Es hört sich an, als hätte ich diesen Mann schlechter behandelt, als er es verdient hat. Aber nein, 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 das wollte ich gar nicht sagen. Herr Derek, darf ich Sie fragen, war irgendetwas an meinem Plädoyer damals nicht in Ordnung? Moment mal, ich soll mich an ein Plädoyer erinnern, das Sie vor 15 Jahren gehalten haben? Das war kaum möglich. Nun, es war ein sehr gutes Plädoyer. Nach Aufbau, Inhalt und logischen Schlussfolgerungen. Es ist intern veröffentlicht worden. Wurde fast ein Lehrbeispiel. Ja, ja, jetzt kommt mir eine gewisse Erinnerung, ja. Lakonda sucht mich auf, um... Ja, warum? Weil ich in meinem Plädoyer die Worte kalt, grausam, gefühllos gebraucht habe. Und das regt ihn noch auf? Ja. Und zwar so sehr, dass er plötzlich bei mir zu Hause aufkreuzt und Drohungen ausstößt. Drohungen? Ja. Er sagte zu mir, dass ich, was seinen Fall beträfe, keine Ahnung gehabt hätte, dass er, ich muss jetzt überlegen, weil das, was er sagte, sehr sonderbar, fast komisch war, dass er in einer Welt der Schmerzen gelebt hätte, dass er die Beziehung zu Schmerzen verloren hätte, zu seinen eigenen und auch zu denen, die er anderen zugefügt hat. Na, wohl auch eine Art, 40 Messerstiche zu erklären. Ja, aber wo liegt die Drohung? Er meinte, es würde mir gut tun, die Welt der Schmerzen ebenfalls kennenzulernen. Wozu er mir verhelfen würde. Eine Drohung, Derek. Ganz zweifellos eine Drohung. Deswegen erzähle ich Ihnen das und frage Sie, was ich davon halten soll. Nichts. Nichts. Bis jetzt. Sie meinen, es muss erst etwas passieren. Herr Oberstaatsanwalt, Sie kennen unser Dilemma am besten. Es ist noch nichts passiert, also können wir auch nichts tun. Gut. Sie sind der Erste, der erfährt, wenn was passiert. Das Plädoyer, ich erinnere mich daran. Es war ziemlich erbarmungslos. Er wollte nichts anderes als ein tadelloses Plädoyer abliefern und das hat er getan. Kümmerst du dich mal um Lakonda, wo er jetzt ist, was er so macht? Gut, mache ich. Ich bin gleich soweit, Frau Doppler. Büro Dr. Kolbe? Ihre Frau, Herr Doktor. Ja, Ingeborg? Ich wollte nur sagen, ich war jetzt los. Ich habe dich doch so gebeten, diese Schule heute nicht zu besuchen. Warum hältst du dich nicht daran? Hast du Angst um mich? Dieser Mann ist ein kaltblütiger Mörder. Er hat mich bedroht. Uns bedroht. Ich muss das leider ernst nehmen. Was soll mir denn passieren? Ich bin in der Schule doch nicht allein. Ich lass mir den Abend einmal in der Woche nicht nehmen. Diese Schule zu besuchen ist sowieso Unsinn. Eine Marotte, ich muss dir das mal sagen. Ich bitte dich, Ingeborg, ich erwarte, dass du zu Hause bleibst. Meine Frau besucht ein Abendseminar, Malunterricht für Frauen, die zu viel Zeit haben. Ein Lehrer dabei, der gleichzeitig so etwas wie ein Psychologe ist. Sage mir, was du malst, ich sage dir, wer du bist. Ja, sowas ist doch sehr schön, sehr interessant. Interessant, interessant. Habe ich nicht gesagt, dass Lakonda mich aufgesucht und bedroht hat? Aber Herr Doktor, sowas kennen wir doch. Die schwätzen doch alle und es steckt nichts dahinter. Hat er sie nervös gemacht? Ja, das hat er. Und das hat etwas zu tun mit 40 Messerstichen. Sehr gut. Sie bevorzugen Blau. Die Farbe Blau. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Nein, aber Sie haben recht. Das ist ein Ausdruck von Sehnsucht nach Schönem, Hellem. Man könnte daraus schließen, zu viel Grau in Ihrem Leben. Ist das nicht eine ziemlich einfache Ausdeutung? Ja, Sie sagen einfach, aber meinen Sie nicht primitiv? Dann würde ich Ihnen nicht widersprechen. Das Primitive, der Urzustand, haben Sie keine Angst davor. Sind das nicht Erfahrungen, Empfindungen, die ernst zu nehmen, wir leider vergessen haben?
Kein Blau. Wie Sie sehen, bei mir gehen alle Farben durcheinander. Ja, Sie haben Vögel gemalt. Das Leichte, das Schwebende. Fliegen können. Fliehen können. Die Erde ist Ihnen zu schwer. Könnte sein, Sie haben unerfüllte Träume, denen Sie auf diese Weise Flügel verleihen. Aber ich habe kein Grau in meinem Leben. Um Gottes Willen, ich habe meine Vögel vergessen. Aber gehen Sie schon, ich hole Sie noch. Dankeschön, gute Nacht. Einen wunderschönen guten Abend. Ist alles noch da? Kommen Sie. Mal sehen, was Sie abgekriegt haben. Oh, sieht aber gar nicht gut aus. Von wo kommen Sie denn? Von der Schule da. Was ist denn los? Ein Unfall? Unfall ist gut, ein Überfall. Wo ist Ihr Telefon? Wir müssen die Polizei anrufen. Im Büro. Und wo ist hier ein Waschraum? Endlich weiß man mal, wozu man Verbandskasten im Wagen hat. So. Ja, es tut ein bisschen weh. Ich bin kein Arzt. Das hier ist nur Erste Hilfe. Nur so wie ich. Genäht werden muss nichts. Was auch äußerst schade wäre.
Ist uns alles in Ordnung? Fast. Na, wie schön. Sie können da schon wieder lächeln. Obwohl, wenn mir nicht danach zumute ist. Kolbe? Was bist du? Überfallen worden? Ja, überfallen worden! Geben Sie mal her. Hallo? Lassen Sie mich gleich sagen, Ihrer Frau ist nichts passiert. Sie wird ein paar blaue Flecken bekommen, aber das ist alles. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Wenk. Ich bin Ihrer Frau zu Hilfe gekommen. Sie gingen mit dem Messer auf ihn los. Mit dem Messer? Lassen Sie sich nicht irritieren. Es ist niemandem was passiert. Die Polizei kommt gerade. Ich bringe Ihnen Ihre Frau nach Hause. Hallo? Hallo? Ja? Derek? Wir haben ja darüber gesprochen. Erst muss etwas passieren. Jetzt ist etwas passiert. Man hat meine Frau angegriffen. Mit dem Messer. Jetzt können Sie ja was tun. Bitte kommen Sie mit herein. Geschlagen worden. Man hat mich zu Boden geworfen, getreten. Und was habe ich dir gesagt? Ich habe dir gesagt, geh nicht dahin. Gebeten habe ich dich, angefleht. Geh nicht aus dem Haus. Warum tust du nicht, warum ich dich bitte? Wir sind nur Schürfwunden. Wer sind Sie? Wir haben schon telefoniert miteinander. Sie wissen nicht, wovon die Rede ist. Was Sie da miterlebt haben, das war ein Attentat. Mich wollte man treffen. Mich! Erich, wie du es jetzt siehst, ist jetzt nicht so wichtig. Diesem Mann verdanke ich mein Leben. Das du aber aufs Spiel gesetzt hast. Und, entschuldigen Sie, natürlich bedanke ich mich bei Ihnen. Darf ich Ihnen was zu trinken bringen? Vielleicht sollten Sie doch noch einen Arzt rufen. Ja, ja natürlich. Also, ich habe mich erkundigt. Es handelt sich da um einen besonders brutalen Überfall. Gott sei Dank ist nochmal alles gut gegangen, weil ein Passant eingegriffen hat. Selten genug heutzutage. Mit drei Leuten hat er es aufgenommen. Und einem konnte er das Messer aus der Hand schlagen. Das ist es. Das ist ein Fahndungsmittel. Haben Sie die Fahndung übernommen? Nein, nein, das Messer geht wieder zurück. Entschuldigen Sie bitte, Dr. Kolbe, aber es handelt sich hier um einen Überfall, nicht um einen Mordfall. Aber der es noch werden kann. Sehen Sie das nicht? So müssen Sie das sehen. Das war kein gewöhnlicher Straßenraub. Ihre Handtasche hat niemanden interessiert. Ja, ist richtig. Das spricht doch für Ihre Annahme. Ja, also gut, wir werden uns La Conda mal ansehen. Sie wissen, woran ich denke, Derek. An 40 Messerstiche. Staatsanwalt? Was machen Sie hier? Ich wollte der Verhandlung beiwohnen. Wozu? Warum? Was interessiert Sie daran? Sie interessieren mich. Die ganzen Jahre habe ich Ihre Stimme im Ohr gehabt. Ich will sie wieder hören. La Conda, was wollen Sie von mir? Ich werde Ihnen das Handwerk legen. Verlassen Sie sich drauf. Derek, er geht mir nach. La Conda verfolgt mich.
Er wollte an einer Verhandlung teilnehmen, um eine Stimme zu hören, die er seit 15 Jahren nicht aus dem Gedächtnis verliert. Der Mann will mich umbringen. Haben Sie ihn auf den Überfall auf Ihre Frau hin angesprochen? Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe ihm angesehen, dass er darauf gewartet hat. Derrick, Sie müssen jetzt etwas tun. Frau Doppler? Herr Doktor? Können Sie mir mein Plädoyer noch mal raussuchen? Das von damals, meine ich. Du hast dich erkundigt nach seinem Verhalten während der Haftzeiten. Ja. Hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Erwähnt wurde, dass er sehr viel gelesen hat. Sag mal, was will denn dieser Mann eigentlich? Er hat seine Frau umgebracht. Und die 40 Messerstiche sind eine Tatsache. Oder siehst du das anders? Es geht um die Anklage. Um den, der die Anklage vertreten muss. Um den Anklagenden an sich. Um das Problem. Ja, bitte? Ich bin's, Ihr Retter in der Not. Ich wollte mich erkundigen, wie es Ihnen geht. Danke, gut. Sehr viel besser als gestern. Aber ich habe tatsächlich ein paar blaue Flecken. Habe ich das richtig verstanden gestern Abend? Sie dürfen das Haus nicht verlassen? Mein Mann sagt, es sei zu gefährlich. Auch dann, wenn jemand bei Ihnen ist, der weiß, wie man Ihnen die Feinde vom Leib hält. Ich stehe nämlich vor Ihrer Haustür. Ach. Sie nicht zu mir einsteigen? Wir fahren ein bisschen rum. Ich befreie Sie aus Ihrem Gefängnis. Okay. Einen Moment. Zeigen Sie mir Ihr Gesicht. Wie sieht es aus? Naja. Darf ich? Hm? Tut es noch weh? Nein. Es tut nicht mehr weh. Ich möchte gerne mit Ihnen über etwas reden. Worüber? Was es mit dem Attentat auf sich hat und was Sie damit zu tun haben. Das hat mich echt beunruhigt. Hätten Sie was dagegen, wenn wir das bei mir zu Hause tun? Nein. Gut. Steigen Sie ein. Entschuldigen Sie, es ist was unaufgeräumt hier. Aber ich lebe allein. Und wer allein lebt, hat für sowas keine Zeit. Nein. Keine Geduld? Hm. Ihr Mann hat Ihnen nicht verboten, Alkohol zu trinken? Nein, das hat er nicht. Gut. Dann mache ich uns einen Drink. Ich verstehe was davon. Ich bin Barkeeper. Mhm. Etwas mit Rum und Früchten. Wie in der Bar, der Erfolg des Monats. Mögen Sie? Ja, nichts dagegen. Wunderbar. Bitte, nehmen Sie Platz. Was ist mit dem Attentat? Sie wissen nicht, wer mein Mann ist. Nein. Was ist er? Oberstaatsanwalt. Was? Oberstaatsanwalt? Das ist ein Beruf, den man vorzeigen kann, der wahrscheinlich eine Menge Respekt einbringt. Auch von mir. Ihr Mann sagte Attentat. Er hat vor 15 Jahren die Anklage vertreten gegen einen Mörder. Der Mann ist jetzt raus aus dem Gefängnis.
Er hat meinen Mann besucht und ihn bedroht. Wieso bedroht? War er unschuldig? Nein, unschuldig war er nicht. Aber er fühlt sich trotzdem falsch behandelt durch das Plädoyer, das mein Mann gehalten hat. Ein Verrückter wahrscheinlich, hm? Kann sein. Ich weiß es nicht. Er hat jedenfalls meinen Mann sehr beunruhigt. Und er glaubt, der Überfall auf mich gestern war... ein Attentat. Aber das wird es doch nur sein, wenn man gegen ihn selber losgeht. Was glauben Sie denn? Ich weiß es nicht. Er könnte natürlich recht haben. Wissen Sie, was das bedeuten würde? Dass Sie auch weiterhin in Gefahr sind. Kleinen Moment bitte. Hier. Nehmen Sie schon. Hallo? Ja. Ja, die Unterlagen habe ich nebenan. Ich stelle kurz durch, ja. Nicht auflegen. Trinken Sie noch nicht. Ich möchte mit Ihnen anstoßen. Kleinen Augenblick. Ja, was gibt's? Ich will nur fragen, wie weit du bist. Sie ist bei mir. Ich hab sie in der Wohnung. So. Und jetzt trinken wir. Auf Ihr Wohl. Mmh, herrlich. Und jetzt sagen Sie mir, warum Sie Ihr Mann so schlecht behandelt. Aber nein, nein. Er behandelt mich nicht schlecht, er ist... Ich will Ihnen sagen, was mir missfallen hat. Was ist das? Was hast du da? Wie siehst du aus? Das ist es, was mir missfallen hat. Inspektor Derrick. Ja, guten Tag, Herr Kunde. Ja, kommen Sie rein. Danke sehr. Ich habe damit gerechnet, dass Sie mich sprechen wollen. Nicht damit, dass Sie mich aufsuchen. Aber nun sind Sie hier und ich freue mich darüber. Bitte schön. Ich soll Ihnen wirklich glauben, dass Sie sich freuen? Es ist so. Ja. Der Oberstaatsanwalt, nicht wahr? Ja. Er sagt, Sie verfolgen ihn, Sie bedrohen ihn. Ist er unruhig geworden? Ja. Aber das haben Sie ja gewollt. Ja, das wollte ich. Dieser Mann stand da und sagte, kalt, grausam, gefühllos. Und ich dachte nur, wovon redet der Mann? Ja, ich weiß. Ich habe in Ihrem Fall ja ermittelt, ich habe Sie auch festgenommen. Habe ich Ihnen Schwierigkeiten gemacht? Habe ich versucht zu lügen? Habe ich gesagt, ich war es nicht? Nein, das haben Sie nicht getan. Da lag sie. War tot. Und ich war es auch. Auch das weiß ich. Ihre Frau hat Sie betrogen, nicht einmal mehrmals. Es war eine wahre Freude, Sie zu betrügen. Sie hatte wirklich eine große Lust daran, Ihnen Qualen zu bereiten. Ich weiß das alles. Ja, das waren Schmerzen, die dieser Mann nie gekannt hat. Und jetzt soll er Sie kennenlernen. Seine Frau ist überfallen worden. Sie waren 15 Jahre im Gefängnis. Sie haben Beziehungen aufgebaut mit Leuten aus der kriminellen Szene. Dieser Überfall auf die Frau Ihres früheren Staatsanwalts. War das Ihre Idee? Wie hat mein Staatsanwalt denn darauf reagiert? Mit Entsetzen, mit Angst. Aber das hören Sie ja gern, nicht? Ich höre alles gern, was diesen Mann seine Fassung verlieren lässt. Er ist dabei, sie zu verlieren. Reicht es nicht?
Da kommt er. Haben Sie meine Frau angerufen? Ja, aber sie meldet sich nicht. Meldet sich nicht? Aber sie muss zu Hause sein. Ich habe ihr verboten, das Haus zu verlassen. Sie meldet sich nicht. Nicht da. Wieso ist sie nicht da? Sie kann doch das Haus nicht verlassen. Sie hat doch erlebt, was passiert ist. Ich habe es ja ausdrücklich verboten. Klein? Ja, Herr Oberstaatsanwalt? Nein, Herr Derg ist nicht da. Ich muss ihn sprechen. Unbedingt. Ich sag's auch Ihnen. Meine Frau ist nicht zu Hause. Ich bin ungeheuer beunruhigt. Ich danke Ihnen. Es hat mir gut getan, mit Ihnen zusammen zu sein. Ich habe tagsüber immer Zeit. Rufen Sie mich an. Oder ich rufe Sie an, wenn ich darf. Ach, Sie dürfen. Schon besser geworden. Sie haben also mit Lakonda gesprochen. Was sagt er? Sie haben ihm doch den Kopf zugesagt, wovon ich fest überzeugt bin, dass er hinter dem Überfall steckt. Er ganz allein, haben Sie ihm das gesagt? Er hat es nicht zugegeben, es ist nicht zu beweisen, aber ich bin überzeugt davon, dass Lakonda sich etwas vorgenommen hat. Sich etwas vorgenommen hat? Was denn? Ich weiß es nicht. Welchen Eindruck macht denn Lakonda auf dich? Lakonda ist ein Mann, der besessen ist von einer fixen Idee, die ihm so im Schädel sitzt, als habe er gar keine andere Aufgabe mehr im Leben, als seinen Staatsanwalt zu vernichten. Sag mal, nimmst du ihn ernst? Ja. Was ist denn nur mit diesem Mann los? Ich meine, der regt sich darüber auf, dass er verurteilt worden ist. Das Urteil hat er akzeptiert. Was hat er denn nicht akzeptiert? Das Plädoyer. Das Plädoyer hat er gehört, aber nicht begriffen. Du selbst hast es ja erbarmungslos genannt. Aber das war es nicht. Das war jedenfalls nicht so gemeint. Auf gar keinen Fall. Schau mal, es war an sich, es war ein Kunstwerk in sich. Es war... Ja, mit verbalen Feinheiten und rhetorisch gesehen war es eigentlich ein Meisterwerk. Aber er saß da mit offenem Mund und begriff nichts, gar nichts. Ja, was machen wir? Das heißt, was machst du? Tja, wir müssen einen Weg finden, da konnte er daran zu hindern, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Ich bin's, mal auf. Du warst nicht zu Hause. Wo warst du? Ich hatte dich gebeten, das Haus nicht zu verlassen. Warum hast du es getan? Ich erwarte eine Auskunft und keine Ausflüchte. Also. Der Mann, der mir das Leben gerettet hat, hat mich angerufen. Angerufen? Wozu? Er wollte sich erkundigen, wie es mir geht. Das hat er doch gestern schon gesehen. Wir haben uns bedankt, oder nicht? Hat der Mann Unkosten gehabt? Er wollte nur sein Mitgefühl zeigen. Gut, aber ich habe dich gefragt, warum du nicht zu Hause warst. Er stand mit seinem Auto vor der Tür und hat mich abgeholt. Dich abgeholt? Ich war mit ihm in seiner Wohnung. Du warst mit ihm in seiner Wohnung? Er wollte wissen, was es auf sich hat mit dem Attentat. Du hast dieses Wort gestern gebraucht und es hat ihn beschäftigt. Du kannst so einem wildfremden Menschen nicht in die Wohnung folgen. Was ist das für ein Mann, der tagsüber Zeit hat? Hat der Mann keinen Beruf? Er arbeitet abends. Er ist Barkeeper. Barkeeper? Wir haben unseren Dank abgestattet. Mehr müssen wir nicht tun. Keinen Umgang mehr mit diesem Mann. Hast du mich verstanden? Ich habe dich gehört, aber nicht verstanden. Also. Was ist das?
Das war meine letzte Arbeit in der Schule. Warum ist das Blatt so dreckig? Es lag mit mir zusammen auf der Erde. Wieso machst du da Vögel? Was hat das zu bedeuten? Das Leichte, das Schwebende, fliegen können, fliehen können. Das ist doch wirklich kein Kunstwerk. Derrick, Sie wollten mich sprechen? Ja, setzen Sie sich. Naja, das Büro kennen Sie ja, hat sich nicht verändert. Wird's wohl auch nicht mehr. Ich habe ja schlimme Stunden erlebt. Alles in mir war kaputt. Völlig kaputt. Ich erinnere mich. Wissen Sie, was die Welt mir damals bedeutet hat? Die war nicht mehr vorhanden. Die normale Welt, die gab es für mich nicht mehr. Es gab nur noch die, in der ich war und von der die anderen keine Ahnung haben. Haben Sie im Moment Zeit? Wieso? Weil ich möchte Sie einladen. Sie wollen mich einladen? Trinken wir ein Bier zusammen. Jetzt überraschen Sie mich aber. Danke sehr. Derrick, was wollen Sie von mir? Ich will wissen, was aus Ihnen geworden ist. Ich bin immer noch in einer anderen Welt, mit der Sie zwar zu tun haben, die aber nicht die Ihre ist. Mehr werden Sie von mir nicht erfahren. Aber ich habe schon was erfahren. Was haben Sie denn erfahren? Lakonda, Sie waren vielleicht nicht kriminell. Aber Sie sind's geworden. Ich brauche Ihr Bier nicht. Ist sie wieder nicht zu Hause? Listen, du Dachs! Das ist ja ganze Schätze. Das sind die, die wir in der Bar spielen. Ich probiere sie ja aus. Wollen Sie welche mitnehmen? Aber nein, mein Gottes Willen. Was würde mein Mann sagen? Er mag keine Musik. Er sagt, Musik stört ihn. Bei der Abfassung seiner Plädoyers? Ich weiß nicht warum, aber ich mag ihre Musik. Kleinen Moment. Ja? Wie weit hast du sie? Wieder nicht da. Dreimal, nein, viermal habe ich angerufen. Anrufen lassen. Du warst nicht da. Kannst du mir sagen, wo du warst? Richard ist der Mann, der mir das Leben gerettet hat. Ist so was wie ein Freund geworden. Ein Freund geworden? Was soll das heißen? Sag mal, bedrückst du mich? Wie kommst du darauf? Ich habe nur einen netten Nachmittag verbracht. Du bedrückst mich. Wenn du mich bedrückst, dann... Erik! Sie sind hartnäckig, Derrick. Ich möchte mich entschuldigen, das Bierglas
eine spontane Handlung. Ich muss mich vielleicht auch entschuldigen. Ich habe zu Ihnen gesagt... Ich habe nicht vergessen, was Sie sagten. Sie halten mich für kriminell. Sind Sie es nicht? Ich weiß nicht, was ich bin. Jetzt spendiere ich Ihnen ein Bier. Setzen Sie sich doch. Sie können das Glas auf den Boden werfen oder stehen lassen. Und nun sagen Sie mir, weswegen Sie mich nicht in Ruhe lassen. Das Plädoyer. Das Plädoyer. Was ich getan habe und das Plädoyer, das dieser Mann gehalten hat, sind zwei verschiedene Dinge. Auf der einen Seite war ich ein Mensch, der völlig aus dem Gleichgewicht geraten war. Ein Opfer meiner Gefühle. Hilflos. Tief verletzt. Ich liebte meine Frau, an die ich angekettet war. Ich habe umgebracht, was ich liebte. Mit einem Messerstich habe ich sie getötet, mit allen anderen mich. Mich. Und da sagt der Mann diese Worte. Kalt, grausam, gefühllos. Redet einen Text, der mit mir nichts zu tun hat. Nichts. Nichts. Er vertritt das Gesetz. Was ist denn das für ein Gesetz? Muss ein Staatsanwalt mich denn verachten? Darf er mir seine Verachtung zeigen? Dieser Mann hatte keine Ahnung von mir, meiner Tat, meinen Gefühlen, meinen Schmerzen. Er hatte nur seine Karriere im Kopf. Und das zahle ich ihm heim. Und das zahle ich ihm heim. Harry, gib mir mal den Oberstaatsanwalt. Und dann lass mal die Prozessakten raussuchen gegen Laconda. Kolbe? Ja, ja, Herr Derrick. Sagen Sie, hat sich Laconda schon bei Ihnen gemeldet? Nein, ich höre und sehe nichts von dem Mann. Gott sei Dank. Also, ich habe ihn besucht, ich habe mit ihm gesprochen. Und? Ist der Mann vernünftig geworden? Ja, also über das, was vernünftig ist, da hat er so seine eigenen Ansichten. Doktor, ich frage Sie noch einmal. Von Laconda haben Sie nichts mehr gehört? Nein, absolut nichts. Und ich gebe zu, ich bin ganz erleichtert. Danke, Derrick, dass sich meine Sorgen gemacht haben. Keine Ursache. Etwas passiert, von dem wir keine Ahnung haben, verdammt. So, die Akten Laconda. Frau Doppler? Herr Doktor? Rufen Sie mal meine Frau an. Frau Kolbe, Frau Doppler hier. Ihr Mann möchte Sie sprechen. Ingeborg, ich bin froh, dass du zu Hause bist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich heute später nach Hause komme. Tut mir leid. Ja, bis dann. Na, jedenfalls war sie zu Hause. Na, irgendwas gefunden? Ja. Hier steht etwas, was mir vollkommen entfallen war. Warte mal. Der Laconda hatte einen Sohn, der war damals 17 Jahre alt, hat bei dem Prozess für seinen Vater ausgesagt. Und da war dann noch ein Verwandter.
der ebenfalls in dem Prozess für Lacondra ausgesagt hat. Und der hat den Sohn, nachdem das Strafmaß bekannt wurde, dass Lacondra lebenslänglich ins Gefängnis muss, der hat den Sohn adoptiert. Und dieser Mann hieß Wenk. Wo ist der Sohn geblieben? Der muss jetzt über 30 sein. Weißt du, wer Wenk heißt? Wenk heißt der junge Mann, der Frau Kolbe geholfen hat, drei Leute in die Flucht geschlagen hat und einem Messerstecher das Messer weggenommen hat. Der Überfall war inszeniert. Ingeborg? Ingeborg? Bin in der Schule, Vögel malen. Haben Sie es herausbekommen? Gratuliere. Mein Sohn. Ja, mein Sohn. Er sagte, Vater, ich helfe dir. Ich tue, was du willst. Und was macht Kolbe? Wissen Sie, dass seine Frau morgen ihre Koffer abholt? Nun hat auch er eine Frau, die ihn betrügt. Und das werde ich ihm jetzt sagen. Das weiß er schon. Das weiß er schon? Ich hab's ihm gesagt. Und ich habe ihm gesagt, dass Wenke Sohn ist. So, und jetzt kommen Sie mit mir. Guten Abend. Komm rein, Vater. Kommen Sie. Mein Sohn kennt Sie? Wir haben miteinander telefoniert. Ich habe ihr alles gesagt, Vater. Schon am zweiten Tag. Schon am zweiten Tag? Geht sie zurück zu ihrem Mann? Nein. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Von mir aus gesehen. Und jetzt gehe ich zu Kolbe. Haben Sie was dagegen? Ich kann Sie nicht daran hindern.
grausam. Gefühllos. Jetzt waren sie es. Wie fühlen Sie sich jetzt? Besser? Ich sage Ihnen etwas aus meiner Erfahrung. Niemand kennt einen Täter wirklich genau. Kein Richter, kein Staatsanwalt. Unbestreitbar bleibt nur eins: die Tat. Und was immer Sie jetzt denken oder fühlen mögen, Sie bleiben, was Sie sind. Ein Mörder.